Bergbau kannst du nicht beschreiben. Da ist nur so ein bisschen Abenteuer. Letztes Abenteuer im Ruhrgebiet. Wenn der Hobel am Kohlstoß lang geht, ja, und du siehst die Hand vor Augen nicht. Das ist mit allen Sinnen. Fühlen, schmecken, riechen. Da musst du für geboren sein. Morgens um 5 auf der Zeche Prosper Haniel in Bottrop. Bergmann Jürgen Jakubait macht sich fertig für die Frühschicht. Glück auf, Eddie. Glück auf, mein Allerbester. Alles gut? Ja, aber die Jacke. Ja, sicher. Wohin gehst du heute? Bitte? Wohin gehst du heute? Ich heute 7. Sohle. Jakubait, den hier alle nur Jacke nennen, ist Bergmann in dritter Generation. Einer, der immer gerne unter Tage war. Ja. 33 Jahre lang machst du jeden Tag. Sollte doch Routine sein. Ne? Aber trotzdem noch was Besonderes. Hast du noch hier? 1200 Meter tief. Jürgen Jakubait kommt aus Oberhausen. Der Pütt hat ihn schon als Kind magisch angezogen. Wir haben in der Zeche Osterfeld gewohnt, ja, und meine Mutter hat uns immer alles erklärt. Und ich fand das faszinierend, wenn du so einen Förderturm gesehen hast, wie die Räder sich drehen. Ja, da habe ich die Mama gefragt und die hat dann gesagt, ja, da fahren Bergleute ein oder aus, ja, oder wird Material runtergefahren. Und das fand ich dann halt so faszinierend, dass man in solchen Tiefen überhaupt arbeiten kann. Der 49-Jährige hat sich hochgearbeitet zum Reviersteiger, quasi ein Abteilungsleiter. So, einmal ganz kurz, ja, heute Nacht haben wir beide Seiten 3,20 Meter gerückt. Ja, das heißt, wir wollen morgen noch weiter fördern. Bis 9 Uhr können wir noch fördern. Wenn einmal die Leute absprechen, wollen wir morgen die Leute einteilen. Prosper Haniel ist neben Ibbenbüren die letzte deutsche Steinkohlenzeche, die noch in Betrieb ist. Kurz vor Weihnachten ist endgültig Schluss. Eine archaische Welt, die das Leben von Jürgen Jakubait geprägt hat. Ich bin ja in der Mannschaft groß geworden. Ich komme aus der Mannschaft. Ja, ich habe eigentlich die ganz normale Karriere durchgelaufen. Schildfahrer, Antriebshauer, Aufsichtshauer, Strebmeister. Ich kenne die ganzen Jungs. Ich habe mit denen zusammen mal Luft. Ich habe dasselbe gemacht, was die jetzt machen. Ja, ich weiß auch, wie schwer das manchmal für die ist. Dezember 2017. Nur noch ein Jahr, dann schließt die Zeche. Jacke muss jetzt immer wieder wirklich gute Kollegen verabschieden. Alles gute Jungs gewesen. Froh, dass er uns los ist. Froh, dass er uns los ist. Nein. Also wir haben viel. Wir haben gute Zeiten gehabt, wir haben auch schlechte Zeiten gehabt. Ist egal, aber dafür waren wir Kerle. Wir haben uns angeschrien, haben uns angemeckert und dann haben wir uns wieder lieb gehabt und ein Bier getrunken. Die Schicht war immer vergessen. Letzte Schicht für einen Bergmann. Wenn Jürgen Jakubait an seinen eigenen Abschied in 10 Monaten denkt, ist ihm nicht so fröhlich zumute. Jeder ist dran irgendwann. Ja. Für jeden kommt der Tag, auch für dich. Das geht immer weiter, das geht noch anders. Leider. Stehen wir wieder hier. Doch. Und ich keine Verabschiedung? Nee. Also nicht so. Nee. Da kommen die dicken Cooler-Tränen. Hast du geholt bei der Verabschiedung? Hast du geholt? Ja. Ja? Alle? Zu Hause in Oberhausen ist der Bergbau Dauerthema. Jürgen und seine Lebensgefährtin Marion haben eine Patchwork-Familie mit 3 erwachsenen Kindern. Jackes Arbeit auf der Zeche hat das Zusammenleben immer geprägt. Habt ihr nicht auch mal einen irgendwie am Haken fest? Erst die Arbeit und dann die Familie. Du siehst das so. Ich sehe Nein, so. Das ist so. Ist das so, Jule? Ja. Ja, oh, dann ist das so. Für die Familie ist das Ende des Bergbaus eine Belastungsprobe. Jürgen wird mit gerade mal 50 in Vorruhestand gehen. Ja, das ist ja okay. Ja. 10 Monate muss er durch, ja. 10 Monate, ja. Nee, und dann, wenn du nur zu Hause bist, um Gottes Willen. Davor habe ich auch Angst.
Da muss ich mir jetzt so einen Kohlenhaufen von links nach rechts. Ja, hab ich gesagt. Ich räume dir die Garage frei, schütte da Kohlen aus, da kannst du dann den ganzen Tag reingehen und von links nach rechts buddeln. So, Jürgen. Einmal umdrehen. Einmal für dich ein Arschleder. Ja. Kennst du ja, oder? Kenn ich, ja. Jacke fällt der Abschied vom Püt einfach mega schwer. Für den Ruhestand fehlt ihm noch das passende Hobby. So, darf ich dir die Krone aufsetzen? Bitte sehr. Schönen Dank. Ja. Vielleicht heuert er im Besucherbergwerk Graf Wittekind in Dortmund an. Heute ist Probearbeiten angesagt. Muss mal gucken, wie früher mal locht wurde. Ist ein bisschen anders als bei dir. Ein bisschen niedriger als dein Hobelstreb. Du bist ein bisschen dreckiger und ein bisschen mehr auf den Knien als bei euch. Und ein bisschen kälter sind auch, ja. Einmal musst du ohne Kippen klarkommen. Schon im 16. Jahrhundert haben die Kumpel hier Kohle gefördert. Und das hatte nichts mit einer modernen Zeche zu tun. So, jetzt geht's nach unten. Ja. Wie in der Kindheit. Einmal rutschen, wenn du möchtest. Das sind knapp 30 Meter. Schaffst du? So, guck mal, jetzt kommst du endlich mal ans Arbeiten. Aber es wird noch besser. Wer hier die Bergbautradition erhalten will, muss richtig mit anpacken. Aber eins muss man ihn lassen, er kommt nicht weg. Ja, schafft er. Ich hab dir kein Museum versprochen. 55 Mal musst du kurbeln, dann ist das Gefäß oben. Ich frage mich, wie er das sonst immer macht. Weißt du, Reviersteiger, ne? Ja. Aber da kannst du ja arbeiten lassen. Jetzt muss er mal selber ans Arbeiten kommen. Ihr wollt mich heute fertig machen, wa? Weicheier haben unter Tage keine Chance. Der Jürgen riecht Kohle, das ist jetzt nicht mehr aufzuhalten. Jacke ist in seinem Element. 30, 40 Zentimeter Flöz. Und so eine Höhe. Ich glaube, da passt er gerade eben rein. Schon faszinierend. Und wer so schuftet, bekommt am Ende auch eine zünftige Mahlzeit. Hat sich, glaube ich, gut bewährt. Kann gerne wiederkommen, jederzeit. Hat ordentlich was weggeschaufelt, kann man mal gut gebrauchen. Was die Jungs leisten, alles in Handarbeit, in Eigenregie. Schon Wahnsinn. Hut ab. Kann man sich schon vorstellen, ja. Später mal was auf privater Ebene hier mitzumachen. Zu Hause in Oberhausen. Jürgens Lebensgefährtin Marion hat ihre Tochter Jule mit in die Beziehung gebracht. Jacke ist mal wieder arbeiten. Ein Partner und Stiefvater, dem der Job fast alles bedeutet. Also Jürgen ist nicht einfach, weil er hat halt viel Verantwortung. Und er ist ein Mensch, er schleppt alles mit nach Hause halt. Ne? Und da muss man auch schon voll hinter ihm stehen und dann alles so akzeptieren, dann teilweise nachts. Auf einmal fängt er an, rumzubölken, dann träumt er von der Zeche. Dann rückt er unter Tage, lass den Hobel kommen. Und da habe ich auch am Anfang gedacht, hallo? Und wenn bald Schluss ist auf der Zeche, wie wird Jürgen damit umgehen? Da ist ja das, wo ich auch Angst vor habe. Ne? Und er, ich denke mal, er auch. Überhaupt vor der ganzen Situation. Ich sag mal, wenn man mal so 3, 4 Wochen Urlaub hat, die ersten 2 Wochen sind super. Aber nach der 3. Woche oder wenn die 2. Woche zu Ende ist, kann man den Jürgen schon, ist Feierabend. So sehr ihm der Job fehlen wird, finanziell muss sich Jürgen keine Sorgen machen. Als Steiger hat er gut verdient und auch die Tradition ist ein Wert, der ihm wichtig ist. Ja, so würde ich sagen, können Sie auf die Straße gehen. Ja. Beim Schneider hat er sich einen Bergkittel bestellt. Den tragen die Kumpel zu ganz besonderen Anlässen. Die richtige Kopfform, die kriegt er erst 2, 3 Mal tragen. Und? Was sagst du? Glück auf. Schön, schick. Macht was her, ne? Ja. Passt wie angegossen. Ja, ja. Wie für mich gemacht. Ja. Ja, super. Marion ist von ihrem Jürgen beeindruckt. Und dann verrät sie uns ihren streng geheimen Plan. Also ich habe jetzt schon
öfter mal versucht, einen Anlauf zu nehmen, dass wir halt nach der Zeit, die wir jetzt zusammen sind, dann nochmal heiraten. Weil er spricht viel davon, aber hat dann doch immer irgendwo Angst, dann letztendlich wahrscheinlich die Initiative zu ergreifen. Und ich habe jetzt vor, ich habe auch schon mit seinem Chef gesprochen, dass ich ihn unter Tage heiraten möchte. Also wenn er da nicht Ja sagt, unter Tage, dann weiß ich nicht, wo er noch Ja sagen könnte. Ne? Aber das wäre echt ein Erlebnis für beide halt. Ein Erlebnis ist auch Jackes Oldtimer. Alten Ruri, ne? Ja, oder? Ja, eine Ruhrpott-Schnauze. Ruhrpott-Schnauze. Zu Hause im Revier. Jacke und seine Marion sind hier glücklich. Oberhausen ist ein Stück Heimat, ja klar. Oberhausen groß geworden, Osterfeld, beide in Osterfeld geboren. Mein Vater war ja bis in den 70er Jahre, Anfang der 70er Jahre, war der selber Bergmann, hat dann umgesattelt. Da war ja die erste große Krise, ne? Und da hat er gesagt, Junge, mach das nicht, das lohnt sich nicht. Aber ich habe mich gehört. Ich sag mal, die erste Grubenfahrt, die vergisst du ja nie. Ne? Ja, da war schon aufregend, Kribbeln im Bauch. Ne? Und da sind wir hoch bis oben auf die Plattform drauf, haben da gesessen mit 15 Mann und dann hat er uns alles erklärt. So, gleich kommt der Korbbuch und der ganze Ding war am Wackeln. Da war der schon flau im Magen. Ne? Aber wollte es ja nicht anmerken lassen. Ne? Unsere alten Siedlung hier. Ja. Hier ist die Marion. Hier ist mein Elternhaus. Hier ist das Elternhaus. Und hier hat meine Oma gewohnt. Hier. Genau auf der anderen Seite. Ja, und wir haben uns als Kinder dann hier kennengelernt halt. War zwangsläufig. Ja. Ja, und da waren wir 10, 11 waren wir da. Ja, ich war 9, du warst 10. Was? Ja. Als Kinder drüben bei Jürgens Onkel waren, da haben die dann irgendwann haben die gesagt, so und jetzt heiratet er. Da wurde eine alte Gardine rausgekramt als Schleier. Du hattest, glaube ich, vom Opa einen alten Sakko und unsere Ringe waren von Cola-Dosen. Ist jetzt 40 Jahre her. Ja. Und dann habt ihr euch später wieder getroffen, ne? Ja, nach 30 Jahren fast, ne? Ja, 30 Jahre haben wir uns wieder getroffen. Ja. Schon scheiße, oder? Nein. Ich hatte mal mit den Gedanken gespielt, nach Australien auszuwandern. Ja, du hättest da gutes Geld verdient, die hätten dir die Unterkunft bezahlt, du hättest eine Englischkurs, eine Auffrischung gekriegt. Ja. Hätte man gemacht, weiß ich nicht, wo ich dann heute wäre. Warst du auch ein bisschen Angst? Ja, natürlich. Ernsthaft, Hast du alkoholfrei genommen, oder? Ja, bist du bei Block? Klartext reden. Jürgen Jakubaits alte Kollegen kommen zum Grillen. Er kann sich ja bald dran gewöhnen, Jürgen. Nächstes Jahr kannst du jeden Tag grillen, ja, wenn das Wetter mitspielt. Aber dann wirst du ja kugelrund sein. Sommerferien. Nur noch wenige Monate bis zu Jackes letzter Schicht auf Zeche Prosper Haniel. Eine Zäsur. Auch für Jackes Tochter Jenny waren seine Jahre unter Tage prägend. Weil das ein harter Job ist, der das, keine Ahnung, schon über 30 Jahre macht. Ja. Der so unsere Familie ernährt hat. Selten da war damals.
Jürgen und seine Lebensgefährtin Marion haben 3 Wochen Urlaub. Sie waren einige Tage auf Rodosch. Ich war noch nie so weit weg von der Arbeit wie jetzt. Wie kommt das? Ja, keine Ahnung, kann ich nicht sagen. Ich höre nichts, ich will auch nichts hören, ich sehe nichts. Keiner von meinen Kumpels, die jetzt am Arbeiten sind, die rufen mich an oder so. Zurzeit alles gut. Bei uns hat er ja nach einer Woche schon Hummeln in der Futt. Und spricht nur wieder, hoffentlich kann ich bald wieder arbeiten gehen. Aber diesmal überhaupt nicht. Vielleicht geht das ja doch alles leichter, als man denkt. Aber Marion weiß auch, ihrem Jürgen wird Grillen oder Gartenarbeit auf Dauer nicht reichen. I wear this crown of thorns. Auf der Zeche Lohberg in Dienstlaken war Louis Schmidt einer seiner besten Kumpel. 28 Jahre war es her. 28 Jahre gekämpft und dann ist der Rest davon. Ja. Mein Opa, mein Vater, ich, mein Sohn, alle waren hier. Ja, ich leide nur 12 Jahre. Auf Lohberg erlebt Jürgen Jakobait nicht nur seine schönste Zeit als Bergmann. Ein Unfall unter Tage kostet ihn fast das Leben. Und dann ist eine Gesteinsplatte runtergekommen, die habe ich auf den Kopf gekriegt. Und dadurch habe ich dann den Rückenmark gequetscht gehabt. Ja, 15 Monate gefeiert. Ja, also ich habe richtig viel Glück gehabt. Wenn der Rückenmark durch gewesen wäre, dann wäre ich Crashes gelegt gewesen. Ist halt so. Gut. Sehe ich auch so. Einmal Kämpfer, immer Kämpfer. Einen Job über Tage lehnt Jacke damals ab. Aber jetzt hat er keine Wahl mehr. Ende des Jahres ist Schicht im Schacht. Jürgen macht das oft mit sich selbst aus. Schade, so viel auf. Eigentlich redet er nicht viel darüber, weil er das auch, denke ich, gar nicht will. Also auch gar nicht so viel darüber nachdenken will, weil der hat ja auch noch 3 Monate. Und ich denke, die will er genießen. Gedanken wird er sich an seinem letzten Tag machen, wenn es dann endgültig vorbei ist. Mitte August. Jeder Tag ist jetzt ein Abschied. Und heute ein ganz besonderer. Jackes Mannschaft fördert in ihrem Revier die letzte Kohle. Um 9:55 haben wir dann die Förderung eingestellt. War die Reihe aufgehobelt, der Panzer leer gefahren, den Steuerstand nochmal in Verbindung gesetzt und dann Steuerstand Millen, ja, so Jacke hier. Revier, die Förderung ist beendet, wir lassen jetzt alles stehen. Zum Ruhrgebiet gehört aber nicht nur die Arbeit, sondern auch der Fußball. Ich mag es, wie du gehst. Ich mag es, wie du dich bewegst. Wir sind mehr Schalke im Revier wie Dortmund und da haben wir uns natürlich nicht nehmen lassen, den Hobel eine schöne Lackierung zu geben. Der war dann heute Morgen, war der auch immer blau-weiß. Königsblau, ein Leben lang stand da drauf. Da haben Jackes Jungs bei den Dortmundern einen Nerv getroffen. Aber wir lassen die gewähren. Wir holen dafür die Meisterschaft und die gucken dann zu. Auch wenn sie keine Kohle mehr fördern, Jacke und seine Truppe haben unter Tage noch viel zu tun. Alles, was verwertet werden kann, muss raus. Die Bergleute nennen das Rauben. Alles, was die Umwelt belasten würde, muss raus. Ja. Alles brennbare Material muss raus. Ja. Ja, und alles, was man noch verwenden kann, wie Motoren, Getriebe und so, da geht natürlich nur über Tage. Ja. Das heißt, auch wir sagen immer, wir rauben unsere eigene Bude. Ja, wir rauben unseren eigenen Arbeitsplatz, rauben wir es weg. Ich hab Blut von dir im Herzen. Das ist alles, was mir bleibt. Sehnsucht nach dir in meinem Herzen. Dann ist der Tag da. Mitte Oktober. Jackes letzte Schicht. Ja, Glück auf. Kurz nach 6 Uhr ist er schon im Radio. Jürgen Jakobait, kurz Jacke, den begleiten wir schon seit Beginn des Jahres bei seiner Arbeit auf der Zeche Prosper Haniel in Bottrop. Ja, und heute soll Schluss sein. Was passiert da? Und vor allen Dingen, wie ist deine Gefühlslage dabei? Also wie gehst du damit um heute?
Also was passiert, das weiß ich nicht. Das ist ja eine Überraschung. Ich denke mal, die Jungs, die haben wir vorbereitet. Was jetzt genau im Einzelnen passiert, das kann ich dir nicht sagen. Ja, meine Gefühlslage, ja, ich sag mal so mit einem weinen, einem lachenden Auge. Ja. Ja. Jürgen Jacke Jakobait, wir wünschen auf jeden Fall einen, ja, bewegten, aber auch einen schönen letzten Arbeitstag. Unser WDR2-Bergmann hat seinen letzten Tag, geht jetzt runter zur letzten Schicht. Jürgen, mein Junge, wie ist denn die Lage? Wer ist jetzt an? Letzte Mal. Wie letzte Mal? Ja, und dann? Na, Ende. Wie Ende? Ja, ist so. Hörst du ganz auf? Ja. Ich dreh durch. Wie hältst du das denn aus? Das werden wir sehen. Ja, was mach ich denn jetzt? Anna? Ich bin doch noch ein bisschen. Wir sind noch hier. Ja, Andreas ist auch noch hier. Ah. Oh. Schade. Aber ich hoffe, wir sehen uns ja heute nochmal. Ne? Tschüss. So, komm. Die letzte Schicht nach 33 Jahren. Jacke kann es gar nicht so richtig fassen. Die Kumpel sind wie eine zweite Familie für ihn. Du weißt, Tag kommt, aber dass dann so schnell geht, dass die ja dann so schnell rum ist, kannst du gar nicht umschieren. Und auf einmal ist es soweit. Was kann man denn vom Jacke lernen? Wenn man was lernen kann. Schlitzohrigkeit. Das ist ein Schlitzohr. Ein Schlitzohr, dem unter Tage keine Arbeit zu schwer war. Einer, der im Pütt fast ums Leben gekommen wäre und jetzt mit knapp 50 Frührentner ist. Was ist das für ein Gefühl? Scheißgefühl. Scheißgefühl? Ja. Nur eine rauchen. Alles das Letzte. Letztes Mal Stempel, letztes Mal rauchen. Alles das Letzte Mal. Jürgens Lebensgefährtin Marion hat etwas vorbereitet und will ihn damit am Schacht überraschen. Schaffen wir ja. Dann habe ich hier noch so ein paar Sachen, ich sag jetzt mal aus dem Kohlenpott, ne, die Currywurst und hier eine Tasse mit seiner letzten Schicht. Eigentlich wollte ich heute Morgen da den Kaffee reinschütten, aber ich glaube, das wäre nicht so gut gekommen. Ja. Also heute Morgen war er hier stillschweigen. Ich hätte jetzt selber auch nicht gewusst, was soll ich sagen, ne? Wünsche dir eine schöne letzte Schicht. Ich glaube dann, naja, wäre alles, ich denke mal, alles, was ich heute Morgen gesagt hätte, wäre falsch gewesen. Und dann sind mir auch so 1000 Sachen durch den Kopf gegangen. Ja, ich stehe ja immer morgens mit auf und wenn er dann fährt, dann winke ich noch. Das sind so Rituale, die sind ja jetzt bald nicht mehr, ne? Aber ich sag mal, im Grunde bin ich froh, dass ihm die letzten Jahre jetzt überhaupt da unten nichts mehr passiert ist. Das ist ja doch das Wichtigste gewesen. Er muss da jetzt alleine durch. So schwer wie es ist, aber seinen Weg muss er jetzt finden. Die Kollegen haben Jacke mit einem großen Frühstück unter Tage verabschiedet. Und er ist nicht der Einzige, der heute geht. Den kenne ich auch schon, solange ich auf Zecke bin. Drei Zechen. Ja, 30. Osterfeld, Lohberg und jetzt hier. Wir hören zusammen auf. Wir haben zusammen angefangen. Wir gehen zusammen auf und wir gehen zusammen unter. Die, die heute nur noch zu Besuch sind, wissen, was dann passiert. Im ersten Monat ist es wie Urlaub. Und dann hört irgendwann mal der Urlaub auf. Ne? Dann ist man froh, dass man zu Hause nicht rausfliegt. Ne? Weil so leicht ist es dann nicht immer. Ne? Und wir sind in Anführungsstrichen ja noch jung. Ja, und plötzlich von 100 auf 0, da muss man sich erstmal darauf vorbereiten. Ne? Da musst du gucken, da gehst du morgens mal dahin, da gehst du schwimmen. Aber irgendwann ist das erreicht. Ne? Und dann ist man manchmal froh, wenn man die ganzen Raubeine hier mal wieder sieht. Ne? Wenn unter Tage war, dann sind die Leute immer ganz anders und dann geht er richtig zur Sache. Und wenn jemand nicht passt, dann hat er dir auch die Meinung geblasen. Ne? Also gehört ja auch dazu. Aber wie gesagt, dann, wenn man Probleme hat, immer noch so ein feiner Kerl gewesen. Ja. Vor allen Dingen haben wir uns nicht angelogen. Wir konnten ehrlich miteinander umgehen. Wir haben uns nicht angelogen. Wenn er zu mir gesagt hat, du bist eine Pfeife, dann wird das wohl in dem Augenblick so gewesen sein. Dann musste ich damit leben, dass du eine Pfeife bist. Dann haben wir für ihn gesagt, zieh bloß Leine, sonst jagen wir dich durch die Bude. Dann hat er gesagt, oh, ich hau jetzt lieber ab, sonst jagen die mich durch die Bude. Und er hat gut getan, hat uns sehr gut getan. Also, die hat dieselbe Schnauze gehabt wie wir eben hier. Und das hat genau gepasst, als wenn wir immer zusammen gehört haben. Und jetzt sieht man das auch mit einer Träne im Knopfloch. Aber wir gönnen ihm das jetzt, oder kann er sich um seine Frau kümmern.
Marion wird ihm Zeit geben müssen. Was muss denn jetzt passieren, dass der Jacke nicht zu Hause rausfliegt nach 4 Wochen? Nicht uns zu Hause, die Kinder und mich mit den Kumpels vergleichen und mein, hätte da noch großartig was zu sagen. Jetzt sind ja wir die Bosse. Ja, ist klar. Ja. Glück auf. Ja, danke schön. Bitteschön. Selbst gebacken. Ja. 6 Wochen später, Anfang Dezember. Hier nochmal auf besonderen Wunsch. Das Lied vom Steiger. Glück auf! Jacke hat zur großen Party geladen. Er feiert seinen 50. Geburtstag. Ich fühle mich wie 40, aber ich bin 50. Ja. Gut, was willst du machen? Halbes Jahrhundert. Stolzes Alter, ne? Alles gut. Vor 6 Wochen hatte Jacke seine letzte Schicht. Erst hat sich alles wie Urlaub angefühlt. Aber so langsam wird ihm klar, es gibt kein Zurück mehr. Fühlt sich nicht mehr gebraucht. Alles, was du mal gelernt hast und was du drauf hast, da brauchst du es ja mehr. Da braucht keiner mehr. Ne? Das ist schon traurig, klar. Jürgens Tochter Jenny hatte es geahnt. Auch wenn er heute gut drauf ist, auf Dauer wird der alte Sohn nicht glücklich. Ja, der ist ein Arbeitsmensch durch und durch. Also ein Leben ohne Arbeit kommt für den nicht in Frage. Der braucht eine Aufgabe. Zu Hause bringt Jacke inzwischen den ganzen Haushalt durcheinander. Seine Lebensgefährtin Marion ist manchmal richtig von den Socken. Der rennt von einer Ecke in eine andere. Der macht Sachen, die hat er sonst nie gemacht. Fenster putzen, Staubsaugen, wischen. Und trotzdem, ein Hausmann ist an Jürgen wohl nicht verloren gegangen. Er ein Ehemann. Marion hätte ihn in diesem Jahr noch zu gerne unter Tage geheiratet. Aber Jacke machte keine Anstalten. Hat jetzt ein bisschen wehgetan? Ja, doch, hat mir wehgetan. Ich meine, ich habe ja auch die Hoffnung noch nicht aufgegeben. Ich könnte natürlich auch hingehen und ich könnte ihm einen Antrag machen. Aber ich denke mal, da müsste er Arsch in der Hose haben und auf mich zukommen. Der hat sonst immer so eine große Klappe. Aber das irgendwo traut er sich nicht. Reden drüber ja, aber in der Tat umsetzen leider bis jetzt noch nicht. Vielleicht liegt es ja daran, dass Jacke schon 2-mal verheiratet war. Für seine Kollegen wäre eine Hochzeit unter Tage auf alle Fälle noch mal ein Höhepunkt gewesen. Da ist nur nicht so mal Jacke ein Thema. Da ist bei uns auch im Revier ein Thema gewesen. Ja. Jacke ist wohl zu feige. Ja. Einfach nur so. Ich hab mir gedacht, heute kommt der Antrag, ne? Ja, wird bestimmt noch kommen. Aber nicht heute. Ein Kapitel in Jackes Leben ist jetzt zu Ende. Ob er mit Marion ein neues aufschlagen will, wird die Zeit zeigen. Mit 50 liegt ein großer Teil des Lebens schließlich noch vor ihnen. Und was die Arbeit anbelangt, vielleicht wird Jacke im nächsten Jahr Brummifahrer. Im Nebenjob, versteht sich.